So, jetzt aber weiter im Text. Mal gucken, was wir an diesen alten Kreuzer finden. Oh, das ist ein Rutschding. Oh, dann vielleicht doch über rechts. Autsch. Warum ist denn hier schon wieder so viel Eis? Was sind das eigentlich für Flüsterstimmen, wie wir die ganze Zeit im Hintergrund hören? Autsch. Warum sind hier diese komischen Aufklärungsdrohnen drin? Sieht ein bisschen aus wie ein Friedhof, das Ding, oder? Wie so eine Achterbahn. Als ob jetzt der Scheiß jetzt hier runterfällt. Blup. Venator auf Wrack. Warte, ich muss mal kurz das Wort Venator aufschreiben. Venator Wrack. Wir sind unter Wasser. Wir finden erstmal nicht viel, ne? Hm. War das hier der Hangar? Was? Oh, mit Leiche drin, ne? Ark 170. Der Ark 170, aggressiv Reconnaissance Sternjäger, wurde von der Galaktischen Republik wegen der Klonkriege eingesetzt. Der von der Incom Corporation und Subpro gebaute Jäger kam zwar während der Herrschaft des Galaktischen Imperiums zum Einsatz, wurde aber schließlich durch die neuen Nören TI ersetzt. Das ist immer komisch, im Star Wars-Universum von irgendwelchen Modernisierungen zu reden. Es kommt mir fast so vor, als das vor der Herrschaft des Imperators war halt irgendwie alles sau veraltet und das hat sich halt irgendwie 1000 Jahre lang nichts weiterentwickelt. So kommt mir das vor. Immer wenn ich was lese, dass das mit, naja, das wurde dann ausgewechselt. Weil, ich meine, das ganze restliche Rest-Galaxie fliegt ja anscheinend den ganzen alten Scheiß. So wie es aussieht, ne? Also ist quasi alle Tech, außer die, die das Imperium einsetzt, heillos veraltet, aber irgendwie gab es nie irgendjemand, der sich bemüht hat, das zu modernisieren oder das Imperium wollte oder das, die Jedi wollten es nicht. Oder irgendjemand anders war dagegen. Weil es gab ja anscheinend recht schnell großen technischen Fortschritt, einfach nur durch das Imperium. Weil die haben ja anscheinend innerhalb weniger Jahre, oh, das habe ich schön gesehen, innerhalb weniger Jahre verschiedene Tech-Entwicklungen durchgemacht. Was? Also den Lichtschwertwurf haben sie schon ganz schön genervt, ne? Damit doch ja nicht so viel Schaden macht. Und wir finden mehr Echos. Ein Padawan hat überlebt. Er hat nach seinem Meister gesucht. Und dem Klonkommander. Er wusste nichts von der Order. Der Padawan. Dieses Schiff ist vor langer Zeit abgestürzt, aber es gab einen Überlebenden. Jemand, der von der Macht wusste. Höchstwahrscheinlich ein Padawan. Er war verletzt. Tja. Wäre ja auch zu viel verlangt gewesen, die Order vorher publik zu machen, oder? So, da hinten geht's lang. Woher weiß eigentlich Grease von diesem Wrack? Übertragen wir ihr Telemetrie? Oh je, yeah, wir kommen wieder an Land. Oh ne, doch nicht. Noch mehr tote Typen. Einfach hier gemacht. Und? Da war wirklich was. Jawohl, Inventar Natur 2. Durch BD wahrscheinlich? Meinst du der Venator Class Star Destroyer? Achso, okay. Meinst du, BD verrät einfach alles, was wir machen? Also vor den Klonkriegen hat sich also kein Schwein wieder um die kümmert, mal Technik zu erneuern. Und dann auf einmal war es ganz dringend notwendig. Hör ich da jetzt irgendwie raus? Hm. Gestern mit Nathan Drake bin ich auch durch irgendwelche alten Schiffe getaucht. Und es war weniger spannend. Abgestürzte Raumschiffe sind irgendwie deutlich spannender als... Klar, ist ein Potspotter. Ein Petspotter. Ja. Der Petspotter, wer kennt ihn nicht? Wir kommen jetzt hier nicht weiter. Das kann ja wohl, das wird ja wahrscheinlich nicht alles sein, oder? Oder? Moment, ich muss kurz an Land gehen und gucken, ob das hier die einzigen beiden Räume sind, die ich angucken kann. Und die Story des Padawan wäre ja schon irgendwie mehr als zwei Dinger. Naja, also 4 Thronen, 1 von 3 Geheimnissen. Okay, gut, hier gibt es noch was zu sehen. Ich bin bloß so doof, den Weg zu finden. Wahrscheinlich die andere Kammer, wo ich gerade war, oder? Ja, das hier sah gerade sehr optional aus. Da oben ist so ein Ding zum Klettern. Ach, ah ja, hm. Ich sehe den Weg.
Glaube ich zumindest. Naja, okay, da oben ist was zum Wolvern. Ja, ja, ich sehe. Also, wir bleiben praktisch in diesem Raum, wir gehen nur in die Höhe. Meine Güte, ich würde hier wieder an Land gehen. Danke. So, ja, guck mal hier, komm mal. Ah, hier, hier. Der müsste, Karl müsste mit der mittlerweile nicht arm wie so ein Gorilla haben, oder? Wer bist du denn? Das ist wesentlich einfacher, als ihre komischen Schüsse zu reflektieren, ne? Ich habe lange auf so einem Schiff gelebt. Es wurde meine Heimat. Auf Braca wurden sie verschrottet. Es war, als würde man die Knochen eines Lebens entfernen. Danke, BD. Bip-bop. Er hat auf seinem Schiff gelebt? Ich meine, dachte, er hat es noch auseinandergeschweißt. Die sahen wie übrigens in den anderen Spielen wie kleiner aus, diese Schiffe. Aber vielleicht lag es auch einfach daran, dass sie weniger Details hatten. Achso, ich soll hier oben drauf. Wo kommen denn jetzt die imperialen Heinis her? Titan blinkt in der Truhe. Da hinten ist schon wieder ein Auslöschungstrubler. Das ist witzig, das ist witzig. Der Jedi ist über uns! Wenn du es sagst, ihm nach! Jetzt! Das war's für dich! Endlich! Ich kann ihn echt nicht runterschmeißen, ne? Mist! Das wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn ich ihn einfach hätte runterschleudern können, ne? Gut. Kommen wir wieder zurück. Abkürzung freischalten? Ist es so? Ach so. Das ist eine sehr doofe Abkürzung. Oben ist noch was. Aber ansonsten. Ist ein bisschen unübersichtliches Gelände hier, muss ich sagen. Wie, lässt du den Ventilator mal bitte in Ruhe? Damit das hier alles darstellen soll. Was ist er denn? Ach so, einer. Stirb, Jedi Abschaum! Ich werde dich ausweiten! Zurück! Ich beuge mich nicht vor dir! Dein Schicksal ist besiegelt! Es mangelt dir! Da hinten schon wieder so ein komischer Kompaktor? Was machen die denn hier? Du wirst nicht überleben! Großmorph Norok? Die nerven ja schon ein bisschen, ne? Ist nicht so schlimm! Bist du verwundet? Versuch ruhig weg. Wow. Großmoff Nohok besiegt. So, da hinten ist noch ein Topkopf-Gedier, oder? Bagonk. Lauf bloß nicht weg. Oh, so mag ich das. Oh, das ist ein moderner. Der ist moderner als der andere Typ, oder? Ja, ich würde ja gerne mal. Mit dich, wenn es geht, schlimmeres. Der
Vergleich zu mir bist du nichts, Jedi. Ganz ehrlich, diese Rennattacken? Ich hab... Ich weiß immer noch nicht so richtig, wie ich dagegen vorgehen soll. Ey, ich weiß echt nicht, was ich dagegen machen soll. Leicht verdiente Credit. Ich fühle mich immer noch sehr verarscht, muss ich sagen, durch diese Ranrennattacken. Also es ist weder von diesen komischen Bergziegen, noch von allen anderen Viechern. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es ist jetzt so wie der dritte Gegnertyp, der eine Charge-Attack hat, gegen die ich nichts machen kann. Weil ich nicht so richtig weiß, was ich eigentlich tun soll. Weil es funktioniert nichts. Das Gebiet hier ist, glaube ich, optional, ne? Weil eigentlich setzt er geradeaus. Komm her! Abschaum! Ich vollziehe den Willen des Imperators. Versuch's nochmal. Ich werde nicht verlieren. Kann ich schon, oder? Keine Ahnung, also. Ich glaube, das verlangsamt da. Wie, er lebt auch noch? Ja, das wird ein Kinderspiel. Achso, die kriegen jedes Mal einen neuen Namen. Achso. Oh. Wir gegen beide gleichzeitig zu kämpfen, könnte ein bisschen spannend werden, ne? Das ist so ein Pferd. Du wirst nicht überleben. Du kannst nicht alles abwehren. Doch, kann ich schon. Ziele. Okay, schon dabei. Hm. Oh, jetzt hast du ein Problem. Wenn die jetzt mal den ganzen Tag auf mich rumballern wollen? Ziel ist verwundet. Hä? Könnte ich über diese Kante, das ist ganz geil, ne? Du machst mir keine Sorgen! Das ist schon echt dumm. Eine Pause. Holt ihn euch! Alter, ist das dumm. Auf ihn! Granate kommt! Ich glaube, der zweite. Ah, die standen sowieso nur im Weg. Mich Mörder heißt der jetzt? Brown sie besiegt? Es ist dumm. Zu viel für dich. Kann ich die nicht blocken? Oh, jetzt hast du ein Problem. Ja, ich habe wirklich ein Problem, weil ich gegen diesen Gegnertyp nicht. Ach, komm schon. Noch das mal. Mich Mörder besiegt. Die ist gerade noch anders. Das gibt es anscheinend Stellen, wo random Kopf geht. Also ich dachte, das sind wissen wir die gleichen. Fähigkeitspunkte halten. Yay. Achso, hier geht's jetzt höher. Ist das jetzt der richtige Weg, den ich eigentlich lang will? Einer von zwei Wegen. Na gut. Und zwei müssen wir nochmal zurückkehren. Das da unten ist. Das ist jetzt die Seitenwand, ne? Wo ist denn hier unten? Das da ist die Decke, ne? Theoretisch. Oder? Ich habe echt ein bisschen Probleme, hier unten und oben auseinanderzuhalten. Dann müssen wir nochmal zurück in die andere Richtung ausloten. Diese ganzen Platten, auf die wir rumlaufen, sind ja eigentlich so Relings, oder nicht? Okay, so wie nochmal eine Abkürzung. Also hier sind wahrscheinlich richtig. Nehme ich mal an. So, und jetzt können wir. Das ist aber eine doofe Abkürzung, oder? Nee, jetzt sind wir wieder hier.
BD, wir wissen jetzt nicht, warum ich diese Abkürzung freigeschalten habe, aber da kommen wir vielleicht noch zu, wenn ich die andere Richtung. BD. Als ob. Warum immer an diesem. Alter. Alter! Diese Ratten, ne? Es ist so ein schlechter Scherz, wie ich an den verdammten Ratten gerade sterbe. Bei dir halt ging es zu allen anderen. Du bist für mich. Also die wie besser? Nee, er scannt das Ding. Elektrische Leitung. Diese elektrischen Stromleitungen betreiben einst die Triebwerke des Venators. Da sie jeweils bis zu einer Gigatonne Energie erzeugen konnten, durften die dort der Sicherheitsvorschriften der Republik während des Betriebs keine Lebewesen in der Nähe aufhalten. Ah ja. Eine Gigatonne Energie. Noch eine Abkürzung? Ah. Da komme ich nicht raus. Ne, Abkürzung freischalten? Ach so. Oh, das ist ja eine tolle Abkürzung. Gut, das führt mich das hindert halt, dass ich diesen Gang laufen muss, aber sonst nicht, ne? Noch mehr Tote. Die nerven mich schon ein bisschen. Sind die noch mehr in diesem Raum? Ne. Und? Jemand hat sich hier vor Klonen versteckt. Bei einem Angriff. Ja, ich bin okay. Es sind einfach nur Erinnerungen. Ah ja, versteckt. Jemand hat sich im Lüftungsschacht versteckt, als er vermutlich von Klonen verfolgt wurde. Tja. Tja. Fehlt ja nur noch eine Erinnerung, dann haben wir den Kreuzer komplett auseinandergenommen, ne? Ja, da gibt's nichts, da gibt's nichts. Dann müssen wir eigentlich nur noch nach oben, oder? Theoretisch. Nein, lass das Idee, das brauchen wir nicht. Was ist denn das da unten für ein Balken? Hier rüber, BD. Wo bin ich hier? Ach so, das ist. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Ah, gib mir denn leckere XP. Nein, nicht runter. Ich wollte nach oben. Ja, wir versuchen das nochmal. War aber nicht, kann ich kurz resetten, wenn ich sowieso schon mal hier unten bin. Aber hey, ich bin schon Level 2. Ich könnte quasi den Kompaktor und das andere Vieh nochmal töten. So, jetzt. Das bringt mich hierher. Achso. Das bringt mich hier hin. Okay, gut. Und jetzt mache ich einfach den hier. Ah ja, okay. Ach, Raketen-Johnny schon. Glaubt der nicht, wer er ist? Komm ich jetzt hier. Achso, ich nehme Tetan. Oh nö. Gerade so doof? Achso. Ich frage mich zwar, warum dieser massive Stahlbalken eigentlich hier abbrechen kann. Mal Elektrowände. Oh, das ist jetzt teuflisch, oder? Wo ist nur eine Wand, ne? Das sah gerade irgendwie so aus, wäre es mehr. Ach, schon wieder so ein Typ. Oh, das ist toll. Oh. Hat? Es fehlt dir an Überzeugung. Du wirst sterben. Es könnte sogar sein, wenn es nicht weitergeht. Ich brauche Hilfe. Vergiss es. Ich werde dich besiegen. Du entkommst mir nicht. Du wirst nicht entkommen. Hä? Irgendwie? Hey, bitte. Meine Verteidigung hält. Ja, versuch ruhig dich zu wehren.
schneller als erwartet. Jetzt haben wir ihn. Ich würde ihn nämlich gerade gegen die Wand dagegen schmeißen, aber wie hat das nicht geklappt? Naja, gut. So viel dazu.